Diego Contento ist verletzt. Der 21-Jährige zog sich bei einem Zweikampf mit Bastian Schweinsteiger eine schmerzhafte Prellung am rechten Knie zu. Beim Trainingseinstand von Jerome Boateng und Takashi Osami musste der Linksverteidiger mehrere Minuten auf dem Platz behandelt werden. Kapitän Philipp Lahm und Trainer Jupp Heynckes erkundigten sich gleich bei Contento und hoffen auf eine baldige Rückkehr. Mit starken Schmerzen und einem dicken Eisverband ging es anschließend in die Kabine. Wie lange Contento ausfallen wird, steht noch nicht fest.